Moin Moin und hallo, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem fabelhaften Kanal, der da nicht meiner ist, sondern der von MTG Blackset. Der Grund, warum ich jetzt hier meine Nase in den Kanal reinhalte, ist, ich habe ein Paket bekommen. Und zwar ein, ja, was man vielleicht nicht von mir erwartet hätte, dass ich mir sowas holen werde. Ein Secret Lair Drop Special Guest Kellogg's Loops. Das hat mich angesprochen, weil tatsächlich zum ersten Mal bei den Secret Lair Drops oder bei diesem Secret Lair Drops habe ich eine designierte Heimat für jede dieser Karten. Hauptsächlich ist es ein Commander-Deck von mir. Aber genug der Vorreden, machen wir es doch mal auf. Es ist mein allererstes Secret Lair Drop an dieser Stelle. Das heißt, ich habe mal welche gesehen in freier Wildbahn, wo es noch diese Boxen waren. Jetzt ist es hier eine relativ schmaler Umschlag. Das ist nicht die Art und Weise, wie es mir verschickt worden ist. Es war in so einem Bubble Wrap. Aber ich dachte mir, ich pack's das schon mal aus, weil da steht ja auch Adresse und all sowas drauf, was ja auch nicht so in so einem Unboxing-Video was zu suchen hat. Ah, sehr schön hier mit der Zündschnur, die man hier aufgezogen hat. Und thank you. Oh, das ist aber süß. Ein Schutz wahrscheinlich für den restlichen Karten, die hier einfach so mal drin sind. Und hier sehen wir schon quasi die Hauptkarte, warum dieses Set denn so cool ist. Es ist tatsächlich relativ unexciting, was ich hier sehe. Also es ist quasi einfach nur so ein durchsichtiges Booster-Pack fast schon. Wo ich jetzt gerade nicht den Anfang finde, wie man es aufmacht. Ach, hier. Und ich weiß noch, diese originalen Secret Lair Drops, die waren natürlich sehr, sehr viel prominenter, da waren noch Packaging mit drin, da war das ein richtiges Erlebnis. Hier ist es jetzt relativ unaufregend, was ja eigentlich auch okay ist, einfach nur aus einem also war schon ziemlich viel Müll auch mit drin und mit dabei. Und wir gucken uns mal die Karten genauer an. Hier Mystic Remora, ein Mana Enchantment mit dem kumulativen Upkeep 1, das heißt, man muss jede Runde 1 und immer 1 mehr zahlen. Für whenever an opponent casts a non-creature spell, you may draw a card unless the player pays 4. Das ist so ein bisschen wie Rhystic Study, nur halt in Fancy. Die nächste Karte ist Retreat to Coralheim. 3 Mana Enchantment, Landfall. Whenever a land enters the battlefield under your control, choose 1. You may tap or untap target creature oder scry 1. Diese Karte ist relevant in dem Deck, das ich spiele, was ein Landfall-Deck ist, ein Simic-Landfall-Deck. Und das ist Teil einer Endlos-Kombo, wo du quasi eine Kreatur enttappen kannst, die du tappst, um ein Land ins Feld zu bringen. Daraufhin hast du einen Landfall-Trigger, das heißt, du kannst wieder enttappen und so kannst du ja so viele Länder wie möglich ETBen. Und das halt in Kombination mit einem Bounce-Land und einem Island oder was auch immer, kannst du quasi unendlich viel Landfall-Trigger machen. Und das ist auf jeden Fall sehr gut für das Deck. Ähnlich wie Burgeoning, ein Ein-Mana-Enchantment. Whenever an opponent plays a land, you may put a land card from your hand onto the battlefield. Man hätte sich schon denken können, wenn man viele Länder in einem Deck hat, dann ist das was man auch sehr gerne im Zug des Gegners macht. Dann haben wir noch Utopia Sprawl, ein Ein-Mana-Enchantment-Aura. Das sind alles Enchantments, fällt mir jetzt erst auf. Enchant Forest, Utopia Sprawl enters the battlefield, choose a color. Whenever Enchanted Forest is tapped for mana, its controller adds an additional 1 mana for the chosen color. Also hier, mach aus einem Forest quasi 2 Mana-Symbole. Das passt jetzt, glaube ich, am wenigsten quasi in das Deck, für das ich das geplant habe, aber es ist trotzdem eine super Karte und schaut euch bitte diesen Fuchs an. Schaut euch generell dieses Artwork an. That is a work of art. Es ist auf jeden Fall eine Karte, für die ich eine Heimat finde. Aber all diese Artworks, die gucken wir uns gleich nochmal im Speziellen an, sind unfassbar fabelhaft. Aber ich spüre hier noch eine weitere Karte, die ich nicht bestellt habe. Und bevor ich den Kundenservice von Wizards of the Coast kontaktiere und sage, was soll das denn, schauen wir erstmal, was es für eine Karte ist. Und zwar ein Mana Weft Sliver im Extended Art. 2 Mana, 1-1, Creature Sliver. Slivers you control have tap for 1 Mana. Ist es von einer anderen Secret Lair Drop und das ist jetzt quasi meine Bonuskarte? Ich weiß, dass es Bonuskarten gibt, aber
das ist auf jeden Fall crazy. Und curly. Aber nun gut. Ich wollte mir nochmal die Artworks genauer angucken. Jetzt haben wir uns natürlich angeschaut, was können die Karten denn mechanisch? Aber jetzt schauen wir doch nochmal einfach nur aufs Artwork. Die sind alle vom Artist Kellogg's Loop. Und hier sehen wir quasi eine Dame, die mit einem Koi durch die Ozeane schwimmt. Die weißen Haare erinnern mich sofort natürlich an Targaryen, weil ich auch gerade House of the Dragon gucke und es sehr genieße tatsächlich. Dann Retreat to Coralheim. Coral ist so ein bisschen ja, Korallen und so weiter. Und deswegen hier auch eine große, ja, wie sagt man, Shell, Muschel. Eine große Muschel mit sehr vielen Landmassen, die da hin und her fliegen, beziehungsweise ist so ein Wasserfall, ne? Ganz oben, wo meine Fingerchen sind, sieht man auch noch ein bisschen den Mond. Sehr, sehr schön. Ist jeder Zentimeter sehr gut ausgefüllt. Fabelhaft. Dann, ich mag auch vor allen Dingen, dass so, obwohl die Karten jeweils blau und grün sind, haben die sehr hohe Anteile von Rot mit drin. Was es echt sehr, sehr schön macht. Sliver, du kommst mal hier auf die Seite. Du bist gerade nicht so interessant. Interessanter ist hier das Burgeoning. In der Mitte ein Tor, was ein bisschen Japan-inspired ist. Und in der Mitte eine Figur, die ich nicht zuordnen kann. Wenn ihr das könnt, schreibt es in die Kommentare, welche Person das hier ist. Aber sie hat auf jeden Fall ein Geweih. Wir sehen noch Cherry Blossoms durch den Wind wehen. Unfassbar schönes Artwork. Unfassbar schönes Artwork. Und hier eben schon mal kurz erwähnt, das Utopian Sprawl. Ein Hauch von Frühling, ein Hauch von Winter, fast schon ein bisschen. Ein Hauch von Herbst mit den roten Tonen, mit dem Fuchs. Und derselben Person wie auf dem Mystic Remora Artwork. Nur diesmal mit einem Fuchs und ganz vielen Hasen. Ach, wunderschön, wunderschön. Das passt zum Herbst, der uns gerade hier entgegenweht. Wunderbar, wunderbar. Das ist meine allererste Secret Lair Drop, die ich so aufgemacht habe. Es ist tatsächlich ein bisschen underwhelming, jetzt so die vier Karten einfach nur zu haben. Auf der anderen Seite ist halt auch wirklich jede Karte wirklich ein Artwork für sich selbst. Und zusätzlich habe ich hier noch einen Mana-Werft-Sliver, wo ich noch nicht weiß, was ich damit machen werde. Also, ich finde es vor allen Dingen weird, denn mein großes Problem mit diesen Extended-Art-Karten ist, dass sie einfach ein bisschen lazy wirken, gerade wenn man so eine Full-Art-Karte daneben hält. Man sieht einfach, oben ist schwarz, unten ist schwarz. Das heißt, das Artwork wurde hier nur ganz leicht ein bisschen gestretched. Und es hat halt einfach nicht so diesen ganzheitlichen Look. Und da hätte ich lieber entweder die Karte im normalen Frame gehabt oder halt wirklich zu sagen, dann auch so ein super Art. Und ich weiß auch nicht, von welcher Drop die jetzt ist. Was ich weiß, ist, ich habe keinen Sliver-Commander, deswegen, oder kein Sliver-Deck, deswegen weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Wenn ihr Vorschläge habt, was ich mit dieser Mana-Werft-Sliver machen soll, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und das ist für mich nochmal ein kleiner Aufruf an euch zu sagen, thank you, und auch an Marc Danke zu sagen. Denn er hat mich das hier quasi für den Kanal ein bisschen aufmachen lassen. Ich mache ja normalerweise nicht so viele Unboxings und deswegen war das hier ein Perfect Fit für MTG Black Set. In dem Sinne, wenn euch das Unboxing gefallen hat, der Marc macht da ganz, ganz viele von auf. Abonniert auf jeden Fall, kommentiert, was er unbedingt mal aufmachen sollte. Und ja, wir sehen uns entweder bei der nächsten Folge Radio Ravnica auf meinem Kanal oder beim nächsten Upload vom wunderbaren Blackie. In dem Sinne, haut rein, bis dann. Ciao.